Willkommen, liebe Leute, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir haben jetzt im letzten Part ein Vogelhaus, ein paar Blumen gepflanzt, also ein Vogelhaus aufgebaut, ein paar Blumen gepflanzt, hier diesen Pfahl, Taschentücher ins Zelt und keine Ahnung, was weiß ich nicht, noch alles gemacht. Und ja, Unkraut gesammelt haben wir auch in Massen, also beziehungsweise das, was ich jetzt gerade schon wieder mache, ist ein Hauptbestandteil hier bei Animal Crossing, nämlich Unkraut sammeln. Aber auch hier so welche Sachen sind sehr interessant. Muscheln, hier haben wir eine Flasche. Wofür die Flasche auch immer ist. Scheinbar werden hier auch Sachen an den Strand gespült, wie Flaschen. Vielleicht ist es ja eine Flaschenpost und da drin ist eine Nachricht. Ihr könnt ja gerade mal gucken, ne? Flaschenpost, Tatsache. Öffnen. An jemanden da draußen. Es gibt da diesen neuen Trend zur Selbsterkenntnis. Aber dafür muss man sich erstmal selbst sehen können. Da hilft diese Anleitung. Du kannst ja schon beim Basteln etwas über dein Leben reflektieren. Dein Bastelidol Pierre. Ein Holztischspiegel. Okay. Wie sieht denn der aus? Ah, brauchen wir auch Eisenerz. Sowas, was wir noch nicht haben. Aber halb so schlimm. Wir sammeln hier ein paar Sachen ein. Die wir dann dem Nuki bringen können, dem alten Audegen. Das da sind alles Zitronenfalter da oben, die da rumfliegen. Also sammeln wir weiter Muscheln. Hier ist noch eine Muschel. Da ist ein Fisch im Meer, dann holen wir den Fisch auch noch gleich raus. Weil dann bekommen wir nämlich neue Objekte, die wir dann einsammeln können. Ne, der hat nicht reagiert. Jetzt hat er reagiert. Na komm. Beiß an. Beiß an. Los. Los. Fass. Fass. Ja. Ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr barsch. Oh mein Gott, diese Wortwitze. Die sind so schlecht. So, dann haben wir noch einen Fisch. Komm, lieber Fisch, beiß an. Du sollst anbeißen. Ah. Jetzt hat er. Zieh, 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 zieh. Ja. Einflussbarsch. Bist du leicht beeinflussbarsch? Ich möchte jetzt nichts zu diesen Wortwitzen sagen, oder? Ich verkneife es mir jetzt einfach mal. Oh, 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 oh. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Oder? Oho, ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Ja, da hinten war nämlich der zweite. Wo ist er hin? Da ist er. Der Schwalbenschwanz. Oh, und guckt euch das mal an, was mir da gleich entgegenkommt. Ein Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich nicht gefangen habe. Hat mir jetzt jemand geantwortet? Nö. Also muss ich mir mal selber Medizin herstellen, weil keiner antwortet. Ist auch toll. Finde ich super. Finde ich toll. So, Ah, Troplay. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen gefunden. Wunderbar. So, was haben wir denn diesmal? Diesmal haben wir ein bisschen mehr. Wir haben einen Seebarsch, aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Kohlweißling. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kohlweißling. Habe ich gerade gesagt. Ja, du darfst es auch deinem Freund aus dem Museum zukommen lassen, klar. Und, dann kümmere dich mal gut darum. Und was kriege ich dafür? Ach ja, wegen der Blumenprobe, die ich dir gegeben habe. Eins muss ich noch erwähnen.
daraus ersprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Aber wenn man sie jeden Tag gießt, kann man sie züchten und kreuzen, um neue Farben zu erhalten. Na, habe ich jetzt die Gießkanne gelernt? Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst? Mit der Gießkanne, für die ich dir gerade eine Anleitung auf dein Nook-Phone geschickt habe. Ach, was für ein Zufall. Meine Buchhalter würde mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüsste, dass ich Sachen verschenke. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde, zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Ja, und das machen wir jetzt gerade. Aber er labert halt immer das Gleiche und das ist halt auch so etwas so, was mich stört. Sie labern immer das Gleiche und man hätte die Dialoge ein bisschen jedenfalls variieren können. Bin ich ganz ehrlich. Oh, was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hierbei um einen Seebarsch. Yep. Ja, auch für den Freund im Museum. Okay. Dann kümmere dich mal gut um den Seebarsch. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Eugen, bist du das? Du rufst genau im richtigen Moment an, ja, ja. Wie es mit meinem Inselprojekt läuft. Alles bestens, danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Storybrook dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. 5 ganze wunderbare Exemplare hätten wir schon zusammen. Naja. Was? Wirklich? Das wäre ja ganz fantastisch. Oh, Verzeihung. Ich habe gerade einen Kunden hier. Also lass uns alles weitere später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen. Der ein Museum leitet. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Troplay? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden. Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwa so groß sein wie die von deinem Zelt. Wie aufregend, das ist ein großer Schritt für unsere Insel. Ja, ja. Okay, aber ich möchte jetzt noch was geben. Was darf sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ah, okay, gut. Das ist jetzt interessant. Also wir können jetzt keine Tiere mehr abgeben, weil wir halt jetzt entsprechend ein Museum errichten sollen, wo das Ganze halt immer hingeschickt wurde. Und, jetzt bin ich halt gerade am Überlegen, es würde sich ja eigentlich anbieten, ja, obwohl das ist das Stadtzentrum, das ist die Stadtmitte. Bauen wir das doch hier hin. Wäre das hier ein guter Platz für das Zelt von Eugen? Yep. Hier ist gut. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. So, damit haben wir jetzt einen Grundstein für das Museum gelegt wahrscheinlich, weil er möchte ja hier die ganze Fauna und so weiter erkunden. Und ja, jetzt heißt es wahrscheinlich abwarten oder so, keine Ahnung. Ich habe aber noch so viele Tierchen in meiner Tasche, die wollte ich jetzt eigentlich... Naja, okay, gut. Was? Oh. Ah, Troplay. Hast du eine Stelle gefunden, wo Eugen seine Zelte aufschlagen kann? Sie ist perfekt. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Aber du bist ja auch gerade erst angekommen. Weiter will ich dich am ersten Tag nicht beanspruchen. Von mir aus kannst du natürlich auch sofort massig Nookmeilen verdienen und die Umzugsgebühren bezahlen. Ich berate dich gerne, wenn du Tipps zum Sammeln von Meilen brauchst. Sprich mich jederzeit darauf an. Oh, nicht ganz, aber willkommen, Troplay. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gern. Was hast du anzubieten? So, was haben wir denn? Wir haben hiervon, wir haben davon Sanddollar, davon haben wir einen doppelt und eine Riesenmuschel. Das ist eigentlich alles, was man so verkaufen kann, ne? Ja. Ich rechne mal kurz durch und das sind 1099 Sternis dafür. Abgemacht. Immer dankt. Halt, etwas auf dem Nook-Phone ist passiert.
Meilen erhalten für Muschelsammler. Yay! 300. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Erfolg. Yes! Angellegende. Oh, wir müssen noch mehr angeln. Vermöbelt. Meistergärtner. Oh, toll, brauchen wir noch mehr Pflanzen. Entomologe. Haben wir erst 3 von 10. 4 von 10. Ne, Meister ist nochmal. Insektenjäger. Oh, noch 2 Insekten verkaufen und dann haben wir es. Hier haben wir jetzt den neuen Schwalbenschwanz. Oh, und wir haben den Fisch vergessen anzugucken. Da ist er doch, der Flussbarsch. Und der Seebarsch. Und wir haben natürlich auch unser neues Rezept noch, nämlich die Gießkanne. Die wir sogar herstellen könnten. Oh. Aber jetzt wollte ich mal gucken, was können wir jetzt hier kaufen. Wir haben ja jetzt genügend Sternis, um was zu kaufen. Nook Shopping. Ein Gartenschlauch, eine Nintendo Switch, eine Sportbrille. Kino, paar. Dann nehmen wir doch mal. Ja, nehmen wir doch hier dieses Cappy. Die Bestellung war erfolgreich. Sie wird Ihnen in Kürze per Post nach Hause geliefert. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, und wir haben unsere letzten Nook-Meilen wahrscheinlich jetzt erhalten. Nur weil man auf einer einsamen Insel lebt, muss man noch lange nicht auf den Luxus der Versandhandel verzichten. Nutze jetzt Nook-Shopping und sammle dabei Meilen. Wow, 20 Sachen bestellen. Ernsthaft? Mann! So, Nookie. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Gerne. Es stehen noch 5000 Meilen aus. Dann bezahle ich mal. Vielen Dank. Das macht exakt 5000 Meilen. Und damit ist deine Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide, hä? Huh? Ja, ja, du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte besser sein? Oh, das war keine rhetorische Frage. Lass sie mich umformulieren. Wie gefällt es dir in deinem Zelt? Ist ganz okay. Oh, oh. Oho, ganz okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht für eine zuvor verlassene Insel, hm? Gemeinsam machen wir aus diesem unwirtlichen Ödland, diesem Inselkleinod, ein wahres Paradies. Aber wir dürfen uns nicht auf Erreichtem ausruhen. Vielleicht könnten wir noch mehr tun. Ich schätze, es ist an der Zeit, über den Bau von Eigenheimen zu sprechen. Ja, ja. Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen an einer solch abgelegenen Örtlichkeit. Und ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Aber mit null Zinsdarlehen und laxen Rückzahlungsvereinbarungen ist alles möglich. Also, Truppley, lass es mich wissen, wenn du Interesse an einem neuen Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service zum Einlösen gesammelter Nook-Meilen. Im Nook-Portal kannst du für deine Meilen viele interessante Dinge erhalten. Schau es dir demnächst mal an, hm? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Inselleben. Und wir kriegen Nook-Meilen dafür, dass wir die Schulden bezahlt haben? Ernsthaft? Ja. 500 Nook-Meilen. Danke für das Abbezahlen des Reif für die Inselpakets. Dafür darfst du dir einmal herzhaft auf die Schulter klopfen und diese Nook-Meilen hier annehmen. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Eigenheim haben. Eigenheimberatung. Oh, Truppley. Hast du dich wegen dem Erwerb einer Immobilie entschieden? Bist du bereit für Komfort und Luxus? Zelten macht zwar Spaß, aber ein Haus bietet mehr Platz und hilft dir, Wurzeln zu schlagen. Ein Haus würde erfordern, dass du einen neuen Kredit in Höhe von 98.000 Sternis aufnimmst. Was zum Teufel? Was sagst du? Du bist bereit für dein eigenes trautes Heim? Vielen Dank. Ich werde sogleich den Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Übrigens kannst du dir eine von 8 Farben für dein Dach aussuchen. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach, hm? Andere Farben. Warum gibt es kein Orange? Oh, es ist doch doof. Dann nehme ich blau. Gut, dann wird dein Dach blau. Wird erledigt. Oh, eine Sache noch. Hausbesitzer werden bei Nooks Meilenprogramm automatisch hochgestuft. Kleinen Augenblick. Fertig, ja, ja.
Deine Mitgliedschaft ist jetzt auf dem neuesten Stand, Troplay. Wenn du die App für die Nookmeilen nutzt, hast du Zugriff auf Vorteile von Nookmeilen Plus. Mit Nookmeilen Plus lassen sich auf praktische Weise durch Erfüllen von Aufgaben Meilen verdienen. Die Details siehst du, wenn du die App startest, also schau sie dir ruhig mal an, hm? Das war's erstmal alles von meiner Seite. Dein neues Heim sollte dann morgen fertig sein. Aufregend, hä? Okay. Moment. Morgen? Nookmeilen Plus. Nookmeilen mit einem Plus. Dein Rang hat sich erhöht und du kannst nun Dienste von Nookmeilen Plus in Anspruch nehmen. Mit Nookmeilen Plus kannst du nun noch leichter Meilen verdienen, während du das Inselleben genießt. Außerdem bietet Nookmeilen Plus exklusive Vorteile nur für Mitglieder. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen. Okay. Nookmeilen Plus. Fange eine Karausche. Fange Insekten. Verdiene Sternis durch Verkäufe. Pflanze Bäume. Pflanze Blumensamen. Fange Insekten, Karausche und so weiter. Das heißt also, wir müssten jetzt hier... Zitronenfalter und sowas fangen. 5 Stück an der Zahl. Oder hier ein Kohlweißling. Oh. Und mein Kescher ist kaputt. Aber wir haben den Insektenjäger. Jawohl. Noch mehr Nookmeilen. Ole, ole. Und unser Haus wird erst morgen fertig gebaut sein. Das ist jetzt natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Das Haus vom Eugen dauert auch noch wahrscheinlich bis morgen. Ja, und da kommen wir halt dann wieder zu so einem Punkt bei Animal Crossing. Alles ist natürlich zeitbezogen. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt alle Folgen am 20. aufnehme, am Tag des Releases, habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwie das Ganze zu beschleunigen, außer halt durch Time-Travel-Funktion. Das heißt also, ich nehme die Switch offline. Oh, okay. Wir wünschen viel Freude mit den zahlreichen Vorteilen von meinem Programm. Vielen Dank. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Nookmeilen Eilen lösen. Und das heißt, Meilenticket, Design-Profi-Edition. Designs-Profi-Edition, okay. Alltagswerkzeuge, Werkzeugring, ein Muss. Details. Erleichtert die Auswahl von Werkzeugen über den Werkzeugring. Sofort verfügbar. Ah, okay. Okay, also hier kommen dann Komfortfunktionen hinzu. Gut. Nein. Man muss halt jetzt bei Animal Crossing immer, wie gesagt, zu diversen Zeiten online sein. Und das geht halt am Tag des Releases nicht. Das heißt also, wenn ihr dann morgen die Folge guckt, werdet ihr natürlich dann sehen, dass sich da was geändert hat, weil ich dann halt die Folge an einem anderen Tag aufgenommen habe. Ich möchte aber jetzt den Werkzeugring noch haben. Einlösen. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Ach so ist das. Alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeug schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt nach oben drücken, um den Werkzeugring zu öffnen. So. Ja, wie gesagt, also es bringt jetzt nichts da groß noch weiter in Massen aufzunehmen. Man muss hier wirklich sich die Zeit nehmen. Und hier haben wir jetzt den Werkzeugring und er erinnert so ein bisschen an Secret of Mana, Trials of Mana. Da gibt es ja auch so einen Ring. Und jetzt hier an der Stelle sogar an Stardew Valley oder Harvest Moon oder. So ein ganz kleines bisschen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß selber mit Animal Crossing. Seid auch schon entsprechend weitergekommen. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.